So, willkommen zur Wanderung hoch zum Le Mont Brabant. Das ist der höchste Berg hier im Südwesten der Insel von Mauritius. Wir haben jetzt gerade unser Auto geparkt, laufen jetzt schon so 1-2 Minuten. Das Wetter ist sehr windig, ich hoffe, ihr versteht mich. Und auch schon sehr warm, haben jetzt gegen 9 Uhr. Die Wanderung ist ungefähr mit 2 Stunden angesetzt. Und ja, auf diesem Weg nehme ich euch jetzt mit. Genießt die Bilder und die Eindrücke, wir sehen uns dann gleich. Gesehen habe, das ist das Boot, in dem man sich einträgt, dass die Leute, die hierfür verantwortlich sind, wissen, wer hier hoch geht und ob diese auch wieder zurückkommt. In das Boot trägt man seinen Nachnamen ein, seine Telefonnummer, das Land, aus dem man kommt, die Startzeit und im besten Fall auch die Endzeit, wenn man wieder unten angekommen ist. Ja, wir sind jetzt so gute 10 Minuten unterwegs. Es ist bisher noch relativ entspannt, geht mal ein bisschen steiler hoch, mal ein bisschen weniger steiler. Aber ist sehr gut zu Fuß machbar. Wir haben beide Turnschuhe an, wir haben keine Wanderschuhe mit. Aber bisher alles easy peasy. So, halbe Stunde gelaufen. Erster Liter Wasser ist weg. Ist schon, doch schon sehr anstrengend bei der Hitze hier. Also ich würde euch empfehlen, nicht um 9:30 zu starten, sondern direkt um 7 Uhr, wenn die Tore unten öffnen. Dann habt ihr nicht diese Hitze, die wir jetzt haben. Aber ansonsten ist es sehr schön. Wir sind die erste halbe Stunde durch so ein bisschen Wald gelaufen, nenne ich es jetzt mal, oder dschungelartig. Und laufen jetzt quasi am Rande des Berges hoch. Rechts immer der Blick aufs Meer. Da ergeben sich tolle Perspektiven, die ich euch jetzt gleich einblende. Und weiter geht's. Der ganze Weg hier hoch hat für uns 1,5 Stunden gedauert. Wir haben 2 größere Pausen gemacht, 10 Minuten ungefähr. Viele Fotos, viele Videos gemacht, also das ist ganz entspannt. Ihr könnt es natürlich auch schneller machen, wenn ihr diese Pause nicht macht, aber ist auf jeden Fall machbar. Fitnesslevel würde ich sagen, dass es für jedermann machbar ist mit der einen oder anderen Pause.
zumindest bis hier, wo es dann hochgeht zum Klettersteig. Da solltest du dann schon Erfahrung haben, was das Klettern angeht. Wir hatten jetzt 1,5 Liter Wasser mit für beide zusammen und 2 Dosen Cola. Und das ist tatsächlich deutlich zu wenig. Wenn ihr vorhabt, hier hochzugehen, dann nehmt auf jeden Fall mindestens 1 Liter pro Person an Wasser mit und vielleicht das eine oder andere Erfrischungsgetränk mit ein bisschen Zucker, weil es doch schon sehr anstrengend in der Hitze ist. So seid ihr dann auf jeden Fall gewappnet für den Trip. Also wir haben jetzt noch einen kleinen Schluck Wasser. Mehr ist immer besser, aber als Info vielleicht so 2 Liter für beide, dass jeder 1 Liter hat und dann seid ihr damit sehr gut aufgestellt. Letzten Spot angekommen, kurz bevor es dann hochgeht zum Klettern. Haben uns jetzt von einigen sagen lassen, dass es einfach viel zu heiß ist in der Mittagshitze und haben uns dann auch dagegen entschieden, da hoch zu kraxeln. Jetzt hier von hier unten kann man schon erahnen, wie steil es ist. Und das wollen wir uns tatsächlich nicht antun. Uns kamen 2 Deutsche entgegen und die haben gesagt, dass die um 6.30 Uhr hochgegangen sind und dass es da schon sehr warm und sehr anstrengend war. Die haben uns davon abgeraten und darauf haben wir gehört. Und ist jetzt aber nicht weiter schlimm. Wir haben trotzdem von hier super schöne Ausblicke gehabt, haben die Drohne fliegen lassen, konnten super tolle Aufnahmen machen, gehen jetzt wieder runter. Ich denke, runter wird es auf jeden Fall wesentlich schneller gehen als hoch. Und das soll es dann auch schon gewesen sein von dem Trip hier nach Le Mans, Brabant, hoch auf dem Berg oder nicht ganz hoch auf dem Berg. Aber die Drohne konnte ich knapp drüber schicken, da meine 500 Meter Begrenzung. Und wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt das gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Ciao!